Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Lilienstein, vom Dorf zur Stadt zur Metropole. Wir bauen heute mal wieder etwas gemeinschaftlich, beziehungsweise ich baue ein bisschen vor und dann warte ich, was ihr so schreibt. Das ist übrigens der Versuch einer, ja, Straßenlaterne, so klein wie möglich, ohne dass man die Redstone-Fackeln sieht. Ich weiß nicht, ich finde es immer noch ein bisschen sehr wuchtig. Also wirklich gefallen tut es mir eigentlich nicht, aber es macht schön hell. Ja, was sollen wir denn bauen? Und zwar ist mir aufgefallen, jetzt haben wir so viele öffentliche Einrichtungen und so weiter gebaut. Es fehlt jetzt aber auch noch ein anderes wichtiges Puzzlestück in der Öffentlichkeitsarbeit, nämlich hier eine kleine Parkanlage. Und ich meine auch wirklich klein, denn ja, sehr groß wird sie nicht werden. Nur hier so ein Stück. Ich habe auch schon mal so wenigstens umzäunt und mal so ein kleines Tor hier gebaut. Auch sehr speziell. Und hier, das habe ich jetzt erstmal alles so als Spielwiese. Und da gucken wir jetzt mal, was wir da so alles bauen können. Ich habe hier schon mal einen Brunnen spendiert. Da kann man sich so ein bisschen hinsetzen. Und ich habe auch ein bisschen hier so Jahreszeiten entsprechend hier mit den Kürbislaternen umrahmt. Ich finde, das sieht ganz gut aus und es macht natürlich auch schön hell nachts. Das muss man ja auch immer mitrechnen. So, jetzt ist natürlich die Frage, was wollen wir denn hier hinsetzen? Und da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht so ganz auf das andere Ende hier, also in die Ecke, so eine Art kleine Theke mit so ein paar Tischen und Bänken, also so, man nennt es dann auch Biergarten. Und das wollte ich jetzt mal mit euch in Angriff nehmen. Es ist nämlich gar nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt, wenn man die fertig gebauten Dinge sieht. Das geht dann immer so fix und flott von der Hand und alles kein Problem. In der Realität, ja, da hat man viel mehr Probleme. Welchen Werkstoff nehme ich? Welche Farbe? Wie sieht das dann aus? Und ja, wir gucken jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt schon mal so standardmäßig ein paar Sachen in die Hand, von denen ich dann mir schon sicher bin, dass ich sie brauchen werde. Das sind so ein paar, ja, Erfahrungswerte. Es soll auf jeden Fall nicht zu groß werden, weil ja auch die ganze Parkanlage nicht so groß ist. Also schon so ein bisschen dezent. Und da bauen wir jetzt hier mal die kleine Theke hin. Geht da eine Falltür dran? Nee. Okay, dann müssen wir sie hier dran machen. Alles kein Problem. So. Dann noch ein Ofen. Eine Werkbank. Und wenn ich schon Biergarten sage, ja, dann muss ja wenigstens auch ein Braustand hier hin, sonst Thema verfehlt. Mal auf die Ecke auch noch einsetzen. Die Leute sind bestimmt immer sehr durstig. Das Wetter ist hier ja immer schön. Wenn es nicht gerade regnet und jemand da ist, der das Wetter wieder abstellt. So, dann können wir das schon mal wieder rauswerfen. Das brauchen wir dann jetzt nicht mehr. Jetzt kommt wieder die bekannte und beliebte Frage nach den Tischen und Stühlen. Achso, Treppenstufen wären nicht schlecht. Das Treppenstufenkonzept ist ja da. Ich bin im falschen Reiter. Das Treppenstufenkonzept ist da ja immer so ziemlich das Einfachste. Denn ich möchte jetzt hier auch keine, ja, keinen Thron bauen oder so. Es soll ja wirklich so ein bisschen Biergartenatmosphäre schon auch dann da sein. Und da machen wir hier einfach mal so ein paar lange Bänke hin. Ja, nein. So. So. Ja. Und so mit ein bisschen künstlerischer Freiheit können wir sogar auch um die Ecke bauen.
So. Dann haben wir schon mal hier die Stühlchen. Die Falltür brauche ich jetzt eigentlich nicht. Wobei, doch, die könnten wir jetzt hier so dran setzen, damit man beim betrunkenen Schunkeln nicht auf der Seite runterfällt. Das ist ja immer bekannt, da verletzt man sich ja häufig, also das habe ich gehört. Der hier hat Pech gehabt, hier geht nämlich nur eine hin. Oder wir müssten die Bank hier einfach eins verkürzen, das können wir auch machen. Soll ja alles auch sicher sein. So. Jetzt fehlen natürlich noch Tische, denn das wäre jetzt eher hier sowas für, keine Ahnung, Speed-Dating oder so. Schau mir in die Augen, ein kleines. Da nehme ich wieder die Zaununterkonstruktion. Das hat sich ja immer sehr bewährt. Und wenn wir schon so schöne Klischees bedienen, habe ich mir natürlich hier Blau und Weiß geholt. Das sind natürlich die Vereinsfarben von Schalke 04. Was auch sonst. Ja, das sieht sogar ganz hübsch aus. So. Da haben wir unseren kleinen Biergarten. Und natürlich soll das ja so ein bisschen versteckt dann auch sein. Das heißt, wir trennen hier mal ab. Auch so ein bisschen so... Ja, ein bisschen verwinkelt. Also ich mag das nicht, wenn das jetzt hier so ultrasymmetrisch ist. Das ist hier ja kein Schlossgarten. Sondern man soll ja auch so ein bisschen Spaß haben, wenn man hier durchläuft. Dann setzt man das hier so in Doppelreihe. Oder so ähnlich. Was war das? So. Upsa. Ja. Ja, und dann haben wir hier den kleinen Biergarten versteckt. Jetzt muss ich gerade mal ein bisschen zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist auch okay. Und warum ist das okay, wollt ihr jetzt bestimmt wissen. Ich erkläre es euch auch gerne. Ich weiß nicht, ob sowas überhaupt noch in Parks gibt. Also als Kind kann ich mich erinnern, dass es irgendwie überall immer gab. Das hier ist ja ein Liliensteiner Spezialschachbrett. Ich weiß, dass es kein Schachbrett ist, aber das hat wieder Größenprobleme. Das wäre sonst, glaube ich, ein bisschen zu extrem. Hier so. Und da haben wir doch auch was total Perfektes. Na, heute flutscht das aber. Heute flutscht es richtig. So, dann stellen wir mal den Weißen auf. So, und den Schwarzen. Du sollst gerade stehen, mein Freund. Hat man ja als Jugendlicher auch mal oft gehört. Du musst gerade stehen. So, dann nehmen wir hier einen Creeper in die Mitte. Jeder hat... ein Skelett, einen Horst, Zombies habe ich vergessen, naja, und nehmen wir zwei Wither-Skelette. So, hier machen wir natürlich die Aufstellung, müssen wir ein bisschen anders machen, weil die Figuren anders stehen. Ein Horst und ein Skelett. Und dann kann man hier Liliensteiner Schach spielen. Und zur Not kann man auch lebende Figuren dann nehmen. Allerdings mit dem Creeper, das wird eine kurze Partie werden. Kann ich schon so vorhersagen. Ich wollte keinen Grasblock. Dann ziehen wir das hier auch so ein bisschen ein. Ist hier alles auch nicht in Stein gemeißelt. Sollen wir auch noch einen Weg legen, können wir eigentlich mal tun. Aber das sollte dann auch wirklich nur so ein einer Weg sein. Ich möchte jetzt nicht hier diesen ganzen grünen Rasen so verschandeln.
Das wäre es nämlich, wenn ich hier so breite Wege anlegen würde. So. Dann kann man also entweder da zum Biergarten gehen. Hier führen wir mal langsam in Richtung Ausgang. Schön, dass ich hier nur einen Zweierweg gemacht habe. Das war unglücklich. Okay, dann müssen wir hier auf zwei rausziehen. Das geht nicht anders. Das ist zwar ein bisschen schade, aber egal. So, und wo trifft sich denn dann die ganze Schose? Die trifft sich dann mal so. Und ich bleibe hier auch bei der groben Erde. Das sieht dann irgendwie noch so ein bisschen naturmäßig aus. Wobei ich feststelle, es sieht eben im Moment eher sehr dunkel aus, weil wir schon wieder Nacht haben. Oh mein Gott, ich brauche ein Bett. Da habe ich mir hier eins reingestellt. Das habe ich total vergessen in meinem letzten Video. War ja klar, irgendwas ist immer. Eigentlich sollte hier auch ein Bett rein. Naja. Irgendwas ist bekanntlich immer. Ja, nur den Ausgang wieder finden. Dann bauen wir jetzt mal noch ein, zwei Minuten weiter. Das hier sieht sehr komisch aus. Das macht es nicht besser. Naja. Ach. Egal, sonst habe ich irgendwann alles hier mit Weg aufgefüllt. So war das ja auch nicht gedacht. So, und einmal da hinten. Zack, bumm, aus. So. Jetzt könnten wir hier noch ein paar Blumen reinsetzen oder auch, wir probieren es mal mit Bäumen. Jetzt nicht unbedingt Tropenbäume, die werden vielleicht ein bisschen unrealistisch hoch. Mit den Fichten ist es genauso. Da bleiben uns eigentlich nur wieder die Eichen und die Birken übrig. Die nehmen wir dann auch. Nein, nicht rosa, nehmen wir noch rot und weiße Tulpen. Das passt dann wieder für die Schweiz und für Österreich und für FC Bayern München. Oder auch für Arsenal London, das ist ja alles so toll. Wir sind ja multikulturell hier und multinational. Ich probiere es mal mit natürlichem Wachstum. Ob das dann auch so was wird, das sehen wir dann später. Denn ihr wisst ja, die Bäume können unterschiedlich groß werden und man kann das schlecht beeinflussen. Wobei ich mal was gehört habe. Wobei gehört haben ist Quatsch. Ich habe es nicht gehört, ich habe es gelesen. So, wenn wir hier innen Bäume reinsetzen, das wäre dämlich. Probieren wir es mal so. Eine Birke hier, eine Birke da. Ich tendiere immer dazu, Bäume zu dicht zueinander zu setzen. Das müsst ihr mir verzeihen. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Nee, so nicht. Und dann setzen wir hier mal noch ein paar Blümelchen hin. Ach, ist das nicht schön. Weiß, rot, 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 rot. Ich weiß, ich bin da immer sehr, sehr einfallslos. Dafür muss ich dann aber auch nicht Stunden überlegen, wie ich es mache. Also hat alles Vor- und Nachteile, so wie immer. Na, Ordnung muss sein. Dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal wachsen und werden dann in der nächsten Folge sehen, ob das so funktioniert hat. Und ich habe mal gelesen, das probieren wir jetzt mal hier aus. Und auch mal mit so einem Tropenbaum. Man könnte nämlich angeblich die Bäume auch dazu zwingen, dass sie dann groß werden. Und zwar muss man einfach nur, also in der Theorie. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Und ob ich das, wenn richtig mache, sie müssen ja auch genug Licht haben. Man muss dann einfach so Ringe drüber setzen. Denn da kann ja dann gar kein kleiner Baum wachsen. Der würde ja gar nicht genug Platz haben. Und da das ja so ein Zufallsprinzip ist, wie die Bäume sind, wäre also, wenn hier jetzt so ein, ja, wenn der jetzt so einen kleinen Wachstums,
Auftrag bekommt, würde das Programm feststellen, das geht gar nicht, ist kein Platz. Das heißt, es dauert dann ein bisschen länger, aber es wäre zu 100% ein großer Baum. Ob das mal stimmt, werden wir sehen. Wir helfen ja auch mal mit ein bisschen Fackel nach, damit es nicht zu dunkel ist. Und ja, ob das geklappt hat, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut und bis nächstes Mal.